Wir sind am Montagabend in Wodocjon angekommen und wir parkten gleich hier vorne auf den auch sonst freien Parkplätzen vor der Moltankstelle und dann zogen wir los, um den See zu sehen, vorbei an den vielen freien Parkplätzen auf dem großen Parkplatz und vorbei an dem gerade losfahrenden Zug. Die Stimmung an einem Wochentag im Hafen von Wodocjon ist natürlich ganz anders als an den Wochenenden. Es gibt kaum Leute hier und alles ist absolut ruhig. Und wie Sie sehen hier, die kostenlosen Parkplätze, die sind auch fast alle leer. Es lohnt sich auf jeden Fall auch am Abend einen Besuch hier in Wodocjon zu machen. In diesem Sinne sind wir dann auch losgezogen, um uns den Hafen anzuschauen, mit diesem einzigen Schiff, das gerade im Hafen lag. Auch die Segelboote schienen alle vollzählig da zu sein, zumindest haben wir keine Parklücke entdeckt. Diese Familie kam auch gerade von einem Segeltörn auf dem Balaton zurück und auch sonst stand alles in Reih und Glied, wie es sich in einem schönen Hafen gehört. Die Masten der Boote spiegelten sich im Wasser wieder, es war ein wirklich schöner Anblick und es war so, als wollten sie auch bald schlafen gehen. Es kamen noch ein paar Leute dazu, aber sonst war alles fast wie ausgestorben. Nur die Angler waren da und diese einsame Familie, die sich das Wasser anschaute. Es ist wirklich sehr interessant, so hier zu sein, dass kaum einer da ist. Wir sind natürlich nicht alleine, aber wenn man das mit einem Sonntag oder mit einem Samstag vergleicht, dann ist hier fast alles ausgestorben. Das war wirklich so und vielleicht sieht man das auch auf diesen Bildern. Viele Leute waren nicht da, die das Schiff noch erreichen wollten. Hier auf dem Schiff gibt es auch nur ganz wenig Passagiere, die jetzt nach Fonjod fahren möchten. Ich glaube nicht, gerade diese Fahrt wird den größten Gewinn abwerfen in diesem Sommer. Aber solche Fahrten gehören sicherlich auch dazu. Wir haben noch mit manch anderen bewundert, wie das Schiff losfuhr und dann verlor es sich auf dem Wasser irgendwo Richtung Fonjod und dann war plötzlich die ganze Mole hier vorne leer, so dass wir sie ganz allein für uns hatten. So kann man natürlich auch in aller Ruhe die Boote auf dem Wasser bewundern, die vielleicht auch mal gerade in den Hafen reinfahren, vielleicht ist es das letzte Boot, das an dem Tag angekommen ist. Einige Leute kamen noch dazu, um die schönsten Filmaufnahmen im Urlaub zu machen und dann auch noch eine Familie, also ganz allein waren wir die ganze Zeit nicht, aber es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Es waren sehr schöne Abendlichter, die wir hier genießen konnten und auch diese Ruhe. Wir kennen den Balaton ganz gut, aber wir waren schon seit Jahren so an einem Wochentag am Abend nicht auf der Mole und nicht in Wodocjon. Ilyenkor a legjobb lenne, mert itt nincs olyan nagyon nagy meleg. Das ist ganz richtig, was Judith gesagt hat. Jetzt am Abend ist es am angenehmsten. Es ist nämlich nicht mehr so warm wie tagsüber. Und es gibt auch nicht so viele Leute hier, nicht? Ist eine besondere Erfahrung. Eine besondere Erfahrung war das auf jeden Fall. Dann sind wir aber noch in die andere Richtung gelaufen, vorbei an dem Strand und an den letzten Badegästen. Denn wir wollten auf die andere Seite der Straße. Hier noch eine Familie, die gerade auch zur Mole lief. Jetzt wollen wir noch auf die andere Seite, weil wir noch ein leckeres Eis essen möchten, wenn die Eisdiele noch auf hat. Es gab drei Eisdielen, die auf hatten auf der anderen Seite, wo es diese Fressmeilen gibt in Wodocjon, aber unsere Eisdiele war zu und überhaupt machte der ganze Platz einen ziemlich ausgestorbenen Eindruck, aber nur ganz kurz. Denn in der Straße, wo es die meisten Imbissstuben gibt, da haben wir schon mehr Leute angetroffen. Naja, der Hunger am Abend hat langsam Platz gewonnen. Auch bei uns. Judith hat hier auch eine Imbissstube entdeckt, wo wir uns auch ein Essen bestellt haben. Naja, am Anfang hat es noch einigermaßen ausgeschaut, auch wenn wir nicht ganz so begeistert waren. Aber leider hat das Essen dann auch so geschmeckt, wie es ausgeschaut hat. Also wenn Sie in Wodocjon essen möchten, dann würden wir Ihnen nur raten, das alles sich ein bisschen besser zu überlegen. Dann ist es aber fast ganz Abend geworden. Das sieht man vielleicht hier auch an den Lichtern. Auch vor der Eisdiele bildete sich eine Schlange. Und hier auch bei dem Wodocjon Café gab es Gäste, die sich hier die Zeit haben einfach vergehen lassen. Wir liefen dann zurück in den Hafen bei diesen schönen Abendlichtern. Der Mond thronte schon am Himmel. Die letzten Enten waren auch bestrebt, wieder in ihr Nest zu kommen, denken wir zumindest aufgrund dieser Bilder. Und als wir hier spazieren gegangen sind auf der Mole, hatten wir den Eindruck, dass am Abend bedeutend mehr Leute da waren, so um 21 Uhr herum, als noch um
19 Uhr. Es sind hier schöne Bilder entstanden, auf jeden Fall Erinnerungsfotos, die man sich über das ganze Jahr hindurch gerne anschaut, wenn man wieder zu Hause ist. Und es war überhaupt alles sehr, sehr schön am Abend. Auch die Lichter vom Hafen sind wunderschön. Man sieht ja die Lichterreihe hier hinter uns und man kann sie heute Abend auch ganz ungestört bewundern. Und dann gingen wir doch ein bisschen weiter. Das war heute Abend wirklich ein einmaliges Erlebnis. Wenn Sie es können, an einem Wochentag am Abend nach Wodocoin zu fahren, dann können wir Ihnen das nun empfehlen. Es ist wirklich schön hier, es sind wenige Menschen und Sie können dann Wodocoin einmal so erleben, wie Sie Wodocoin bisher vielleicht gar nicht gekannt haben. Und dann blieb uns nichts anderes übrig, als zum Auto zu gehen und nach Hause zu fahren.